Wenn ihr an eurem Schreibtisch sitzt und dort schnell eine Steckdose braucht, weil euer Laptop leer ist oder ihr einfach euer Handy laden müsst, werdet ihr auf das gleiche Problem stoßen wie ich auch. Es gibt einfach keine schönen Steckdosenleisten. Jetzt habt ihr mehrere Möglichkeiten. Entweder ihr legt euch einfach eine Standard-Mehrfachsteckdose auf eurem Schreibtisch, ihr legt das Kabel quer durchs Zimmer oder ihr legt so ein Verlängerungskabel auf euren Schreibtisch. Alle Lösungen sehen nicht besonders toll aus und praktisch sind sie auch nicht wirklich. Deshalb geht es heute um den Powercube von der Lockecock. Ja, richtig, heute geht es um eine Steckdosenleiste. Das Ding hat auf einer Würfelfläche das Stromkabel, auf vier Würfelflächen Steckdosenanschlüsse, wovon drei verwendbar sind, und auf der letzten Würfelfläche zwei USB-Anschlüsse, die ganze 2,1 Ampere ausgeben können. Das bedeutet auch, dass diese komischen USB-Netzteile wegfallen, die irgendwie immer im Weg rumliegen. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum fällt eigentlich ein Steckdosenanschluss weg? Naja, irgendwie muss das Ding ja auch auf eurem Schreibtisch stehen. Hierfür ist so ein komischer kleiner Fuß beigelegt, den ihr mit sehr viel Gewalt in einen Steckdosenanschluss reinschrauben müsst und dann mit so mitgelieferten Klebestreifen auf eurem Schreibtisch fixieren könnt. Und wenn ihr jetzt Panik um eure Stromrechnung habt, kann ich euch beruhigen. Obwohl ja zwei USB-Anschlüsse eingebaut sind, zieht der Powercube 0 Watt, wenn nichts eingesteckt ist. Also zumindest sagt das mein Stromkostenmessgerät. Den einzigen Kritikpunkt, den ich wirklich gefunden habe, ist das doch recht starre und dicke Kabel, was aber dann doch verschmerzbar ist. Alles in allem bekommt ihr für unter 20 Euro einen sehr praktischen Steckerwürfel, der auch noch extremst gut aussieht. Einen Amazon-Link findet ihr selbstverständlich unten in der Videobeschreibung. Ihr habt eine ganz andere Lösung für dieses Problem gefunden oder ihr fandet einfach nur das Video toll? Dann schreibt doch einfach einen Kommentar oder gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich freue mich immer. Das war's für heute. Ich bin Colin, euer Herr Tech News. Ciao! We'll be right back.